Hallo Leute, willkommen bei uns beim Würfelorden. Nachdem Schule, Studium und dergleichen viele meiner Ordensbrüder und Schwestern einnimmt, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich allein ein bisschen beim dritten Zeitalter weiterdrehe. Wir wollen hier schließlich zu einem Ende kommen, vor allem weil es sollte ja fertig sein, wenn die Hobbit-Profile kommen. Und daher will ich da ein bisschen reinstarten. Es fehlen eh nur mehr drei Armeen, das wäre Bruchtal, Numenor und Moria. Die drei Armeen fehlen uns noch und jetzt haben wir vorgenommen, die mache ich einfach mal. Zumindest eine allein, schauen mal, was es noch gibt. Vielleicht mache ich noch ein, zwei, die restlichen zwei auch noch, damit wir hier zum Abschluss kommen und damit ihr vor allem auch endlich die Infos dazu kriegt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, das heißt, dass wir ganz weniger Diskussionen haben, aber meine Meinung kriegt es trotzdem und ich hoffe, die reicht euch zumindest einigermaßen. Ich möchte auch heute mit Bruchtal anfangen und was kann man als allererstes zu denen sagen? Fürchtet die Helden der Elben. Das ist eine der härtesten Elbenfraktionen, die es jetzt gibt. Also wirklich, die Helden sind der Burner. Ihr werdet es dann nachher merken, wenn ich über die ein bisschen was erzähle. Vor allem über meinen absoluten Liebling, den sicher irgendwann in naher Zukunft in einem Battle Report sehen werdet. Und zwar, worum geht's? Es geht um. Wir fangen an mit der Armeesonderregel. Die Armeesonderregel ist, Bogenschützen, Truppen der Hochelben können im Umkreis eines Helden, beziehungsweise des Armeeanführers, eigentlich nur des Armeeanführers, Trefferwürfelbeschuss wiederholen. Ist eine ganz nette Fähigkeit, passt ganz gut zu den Hochelben und kann den Beschuss ein bisschen verstärken. Vor allem hilft es den Elben, einen Nachteil auszugleichen, und zwar ein bisschen die Feinde rauszunehmen, bevor es da sind, ein bisschen die Überzahl wegzukriegen. Und das schadet den Hochelben sicher nicht. Das heißt, sie werden ein bisschen stärker im Beschuss dadurch, wobei ihnen sowieso die Punkte fehlen werden, weil die Helden, du willst die teuren Helden. Die teuren Helden sind viel zu geil, als dass man sie nicht spielen will. Aber ich bin insgesamt gespannt, wie das kommen wird. Die Bündnisse sind relativ thematisch, also wir haben alles quer durch die Bank, schöne Bündnisse, die uns ganz gut passen. Teilweise frage ich mich, naja, nicht ganz so, aber im Großen und Ganzen eigentlich recht coole Bündnisse, die auch wirklich gut zusammenpassen. Jetzt möchte ich anfangen mit den Helden, und zwar mit meinem aller Liebling, und zwar Gil-galad, der Hochkönig der Elben, der letzte Hochkönig. Eine Kampfsau. Eine Kampfsau sondergleichens, also die, ich glaube, viele, die was da mitkommen, gibt es nicht. Also ich setze ihn auf ein Niveau mit Elendil und Aragorn, wobei ich ihn sogar noch härter als Aragorn finde. Auch wenn er nicht so diesen Heldentum-Pool hat, aber trotzdem, er ist einfach göttlich. Er ist jetzt 30 Punkte teurer worden, was aber absolut verdient hat, vor allem dadurch, dass jetzt Magie schwächer ist, kann man ihn noch spielen. Und zwar, warum? Er ist einmal ein legendärer Held, was super ist, das heißt, ich kann 18 Truppen mit ihm anführen, kann schon ziemlich reinhauen. Zusätzlich hat er noch Blut und Ruhm bekommen, was ich eine sehr coole Fähigkeit finde. Finden auch bei Andur bzw. bei Shagrath. Und nachdem er auch noch eine Herausforderung aussprechen kann, kann das schon ganz böse sein. Und er ist ein richtig cooles Modell, was das angeht. Also ein Zerstörer. Also er war es ja schon vorher, aber leider sehr leicht durch die Magie rauszunehmen. Und da hat er die Punkte dann oft nicht reingeholt, aber jetzt zerlegt er alles. Und zusätzlich die Herr des Westens Regel. Das heißt, die haben wir schon bei Celeborn gehabt, dass er einfach einen Wurf sowohl im Nahkampf als auch einen Wurf während des Verwundens pro Kampf wiederholen darf. Und das ist bei einem angeredeten Modell mit 4 Punkten, mit 4 Attacken schon echt hart. Das sind dann theoretisch 5 Würfel. Da ist die 6 dabei und er hat von Haus aus K9. Also er ist so ziemlich das Nahkampfschwein schlechthin. Und ich glaube, dass er auch zukünftig ein sehr gern gespieltes Modell sein wird. Direkt gefolgt bei ihm, ebenfalls ein sehr starkes Modell und jetzt noch spielbarer und sehr cool, das ist Elrond. Elrond ist von den Punkten ja gleich geblieben, ist ebenfalls legendär, passt ganz gut. Man hat einen legendären Held für der Vergangenheit, einen legendären Held für der Neuzeit, beziehungsweise man kann sie auch theoretisch gemeinsam spielen. Was ist an ihm so toll? Er hat einmal eine Elbenklinge bekommen, eine namhafte Halferfang, irgendwie so, keine Ahnung, haut mich nicht, weil ich es nicht aussprechen kann, ist ein Anderthalbhänder, also eh wie immer. Und die coole Sache dran ist, er kriegt +1 aufs Verwunden gegen Geister. Klingt jetzt nicht so toll, aber zum Beispiel, wenn man gegen eine Armee wie Angmar spielt, die wo jeder Held fast ein Geist ist, oder was fällt mir noch ein? Eine Armee der Toten, wenn man gut spielt oder sowas. Also es gibt schon ein paar Geister, wo es nicht schaden kann, wenn man da +1 kriegt.
Er hatte Zorn in der Natur, dass es wegkommen ist, durch Zorn des Brunnen ersetzt worden. Ja, eh so wie bei den meisten. Und er hat die Weitsichtfähigkeit von den vom früheren Elrond-Meister von Bruchtal bekommen. Jetzt ist das ja wieder ein kombiniertes Profil, wie wir das schon bei einigen gehabt haben. Also ein echt geiles Modell. Haut mega rein. Auch mit drei Willen, drei Attacken, also drei Schicks und so weiter. Der ist ein Zerstörer. Nicht so hart wie Gil-galad, weil Gil-galad auch seinen Megaspeer hat. Aber er ist schon richtig cool. Richtig, richtig cool. Und jetzt auch spielbar auf seine Punkte. Also total cool. Und er bringt die Bruchtalritter ins Spiel. Wie meine ich das jetzt? Die sind doch jetzt schon in der Bruchtalliste. Warum rede ich jetzt von die Bruchtalritter ins Spiel? Naja, sie zählen plötzlich nicht mehr gegen das Bogenlimit. Und das kann natürlich lustig sein. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Elrond mit Bruchtalritter. Bruchtalritter alle mit einem Bogen. Und plötzlich können die Verwundung, also die Trefferwürfe wiederholen, weil der Elrond vielleicht ein Meerenführer ist. Ja, das kann einen schon ziemlich am Nerv gehen. Die waren ja schon vorher ziemlich sigant. Coole Sache, bin ich sehr gespannt. Der nächste Held ist ein Held, der was endlich ein bisschen in die Richtung rückt, wie er im Buch genannt wird, und das ist Glorfindel. Glorfindel ist ja schon eigentlich ein ziemlich geiles Modell. Schlacht um Mittelerde hat er mir eigentlich viel zu wenig gefallen. Schlacht um Mittelerde 2, Glorfindel, cooler Charakter, aber jetzt der Mega-Burner war er jetzt nicht, außer wenn er gegen Helden kämpft hat. Und das hat man ein bisschen, habe ich schade gefunden, weil er eigentlich so ein überdrüber Held sein sollte. Jetzt ist er es da auch. Und zwar, er kann Asphalot nehmen, das ist eh ganz typisch. Seine Rüstung hat eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar, er kann nicht mehr Ziel von Monsterattacken sein. Und das finde ich thematisch echt geil. Weil gegen was hat Glorfindel gekämpft? Gegen Balrogs. Und die sind Monster, das sind so richtige Monster. Und die müssen halt auf einmal gegen die hohe V schlagen und nicht gegen die niedrige Stärke. Und können ihn auch nicht schleudern oder sonst irgendwas. Er ist allerdings weiterhin Magieresistenz, dafür braucht er aber die Rüstung nicht, das finde ich sehr persönlich sehr interessant. Also immer nur, als wäre er immer in Besitz von Resistenzstärken, finde ich eine sehr coole Sache, das hat er vorher schon gehabt. Zusätzlich hat er jetzt noch Herr des Westens, siehe Celeborn und Gil-galad, was ihn einfach nochmal mega macht. Der ist ja auch so ein 3-3-3-Held, meiner Meinung nach total cool, ist ruhmreich und Pferdeherr, was ich sehr cool finde, weil Asphalot soll ja auch nicht sterben, ist ja auch ein namhaftes Ding und ja, kann jetzt sein Schicksal auch für Asphalot ausgeben, drum, sehr geil. Zusätzlich, er kostet nur 15 Punkte mehr für das, was er alles kann und den kann man jetzt wirklich spielen. Also diese drei Helden, die ich bis jetzt genannt habe, sind Zerstörer, also die in einer Liste zu dritt spielen, die räumen Armeen weg, glaube ich persönlich, also die sind einfach genial. Dann haben wir ihn Erestor gekriegt. Erestor war zwar ein nettes Modell, weil von den Punkten nicht so teuer und alles. Allerdings habe ich nie verstanden, wieso der von den Heldentum so schwächer ist als ein Hauptmann und alles. Das haben sie jetzt ausbessert und zwar ist er jetzt ein 2-2-2. Das heißt, er hat ein Heldentum dazu gekriegt, einen Willen dazu gekriegt, aber ein Schicksal weniger. Das heißt, da ist es ein bisschen eingestampft worden und hat einen Mut dazu bekommen. Was ich ganz interessant finde, weil warum sollen Elbenhelden nur Mut 5 haben? Das haben die Krieger auch. Daher, schöne Sache, finde ich gut. Er ist da 5 Punkte teurer. Damit kann man leben. Ist nicht schlimm, ist trotzdem noch ein billiger Held. Hat immer noch seine coolen Wurfdolche und alles. Haut schon rein. Jetzt kommen wir zu Arwen. Arwen ist auch sehr billig mit ihren Punkten. Ist nicht teurer geworden. Das war schon immer, dass sie ein billiger Held war, um Truppen reinzukriegen. Und deswegen finde ich es immer noch spannend. Sie ist immer noch mächtig. Nicht so wie Eowyn, die nur 6 Modelle anführen kann, sondern Arwen darf immer noch 12 anführen. Und das macht natürlich einen billigen Helden bei Hochelfen ganz interessant. Sie hat allerdings ihre entzornte Natur verloren, das finde ich sehr schade. Dafür hat sie nämlich, dafür hat sie jetzt Zorn des Brunnen, ja, okay, das wissen wir eben. Und sie kann sich aussuchen, ob sie entweder Pferd oder Asphalot kriegt. Finde ich beides eine coole Sache, kann man spielen, cool. Zusätzlich hat Bruchtal noch einen mächtigen Helden dazu bekommen, das ist Lindir. Lindir ist ein ziemlich geiles Modell in Kombination mit Elrond. Schaut euch das Profil an, haut rein. Hat es vorher noch nicht im Bruchtal gegeben, deswegen alles neu. Ich muss da ein bisschen mein Zettelchen schauen, weil es gibt echt viel zu den Hochelbenhelden zu sagen. Als nächstes schließen wir die Familie ab. Und zwar haben wir jetzt Elrond,
Arwen und jetzt kommt zu guter Letzt Elrond, ja, und Elro hier. Was ist mal cool, sie sind beide mächtig, okay, eh wie vorher. 20 Punkte Dora, das ist dann schon ein bisschen ein Ding, wobei ich meiner Meinung nach dann eh viel zu billig, weil du hast so viel Heldentum und zwei so starke Helden für die Punkte kriegst, da kann man schon 160 Punkte dafür zahlen. Die Regel, unser trennliches Band hat sich minimal geändert und zwar müssen sie jetzt so wie immer angreifen, das ist eh klar. Allerdings, wenn ein Held den anderen getötet hat, müssen sie in der ersten Nahkampfrunde gleich mal eine heroische Herausforderung ansagen. Und das kann schon haglich sein, wenn der andere einen Hieb ansagt. Nur zu bedenken, also das kann nicht gehen. Ich finde es thematisch sehr cool, aber was das Ganze sehr geil macht, ist, dass es auch gegen schwächere Helden gilt. Und wenn jetzt irgendein Mini-Held, sagen wir ein Gorbak, irgendwie einen der Elbenbrüder erschlagen hat, dann renne ich dahin, habe eine mega Überzahl für mich und trotzdem mache ich einen Kampf allein gegen den, weil das sonst ziemlich schwer wäre. Aber wobei gegen Gorbak wird es gehen, weil beide mächtig, aber gegen einen nie geringen Helden und sowas geht das Ganze auch. Also schon sehr, sehr geil. Das wäre es mit denen gewesen. Jetzt kommen wir zu dem Helden, der aber wohl im Moment am meisten gefeiert wird und alles und wo jeder jetzt im Moment einen haben will, weil der ist ja so geil. Und zwar Círdan. Eins der meiner Meinung nach hässlichsten Modelle, was es überhaupt gibt. Vor allem, wieso macht man einen im Buch, also einen literarisch definitiv mit Bart beschriebenen Elben? Den einzigen. Ohne Bart. Wieso macht man ihn ohne Bart? Wer mir das erklären kann, bitte darum. Mit Bart wird er so cool ausschauen. Ja. Auf jeden Fall, er ist 10 Punkte billiger geworden, was ich eigentlich arg finde, weil er so viel stärker geworden ist. Er ist weiterhin mächtig, ist immer noch unbewaffnet, okay, das ist eh klar. Aber ein gratis Willen jede Runde. Magieresistent, damit er seine Willenspunkte dann auch besteht, wenn man viel gegen ihn zaubert. Und dann auch noch jede Aura immer noch. Das heißt, er kann da permanent Auren rausballern, was du gerade brauchst. Und Klingenverzauberungen hat er auch noch dazu gekriegt. Das heißt, der mit irgendeinem Glorfindel oder sowas gepaart, hat die ganze Zeit Klingenverzauberung raus und Glorfindel schnetzelt sich durch. Ja, Círdan zerstörerisch. Dass man den jetzt oft sehen, wir brauchen nicht erklären, da gibt es solche Kandidaten, man sieht es immer in der Gruppe, die war sowieso keine Armee mehr ohne den bauen. Plötzlich nehme ich auch, dadurch, dass der Schamane nicht mehr so oft auftauchen wird, wegen Kampfrausch, ist plötzlich auch diese Schreckensaura ungefährlich. Und da will man auch Schamane plötzlich mit haben. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, also da kriegt man schon ein bisschen Ding. Ein Círdan ist nichts, das man gegen sich haben möchte. Gildor ist so ein Solala-Modell, ganz cool. Früher gern mit einer Waldelben-Armee kombiniert gespielt worden. Ich kenne ein paar Leute, die das machen. Hust, Allvater, aber das geht jetzt nicht mehr. Wieso? Gildor kann nur mehr den eigenen Trupp aufwerten. Dafür kostet er 10 Punkte weniger, kann dasselbe. Ja, ich glaube, man wird ihn trotzdem nicht öfter sehen oder sonst irgendwas. Er ist jetzt nicht mega toll. Jetzt habe ich Bekavallerie, ich brauche die schnell laufenden Waldelben nicht mehr. Und er ist immer noch OOP, das heißt, ihn zu kriegen ist auch nicht leicht. Drum Gildor wird sicher nichts sein, was man häufiger sieht. Der Hauptmann ist ganz cool. Der Hauptmann ist jetzt kombiniert mit dem Hauptmann von den Bruchtalrittern in der Kombination. Kann jetzt eine Lanze nehmen, ist ein exzellenter Reiter, ja, ist einfach eine Kombi aus beiden Profilen. Der Sturmrufer ist genau gleich geblieben, finde ich jetzt ganz spannend, mit Windrufen und Windstärken, kann auf jeden Fall nicht schaden. Das wäre grundsätzlich, damit wären es auch schon bei den Helden gewesen und jetzt kommen wir zu den einzigen beiden Krieger von Bruchtal. Wir haben mal die normalen Krieger von Bruchtal, die zu Fuß sind komplett gleich geblieben, Punkte, und sonst sind die einzigen Änderungen, die es haben. Erstens, sie haben ein Horn für 30 Punkte bekommen, finde ich jetzt unnötig, Elben brauchen selten Mut 6. Und sie haben die Elbenklinge schon fix im Profil, obwohl sie keine Punktekosten haben, höhere Punktekosten haben, das macht schon cool. Das finde ich schon bei den Galadrien mega cool, das finde ich da mega cool, das macht die Modelle einfach sehr stark mit dieser Bewaffnung. Darum, sehr coole Idee. Dann haben wir noch die Ritter sind, kennt eh jeder, die braucht man jetzt Elrond dazu, statt wie vorher ein Bruchtal oder Lindir, sondern es muss Elrond sein. Finde ich ganz gut, finde ich eine gute Lösung, weil dadurch muss man einen starken Helden reinnehmen und kann nicht auf Billighelden dann verhältnismäßig viele Ritter vom Bruchtal spawnen. Finde ich eine vernünftige Sache. Jo. Das war grundsätzlich die Armee. Was kann man jetzt zu der Armee ganz gesagt sagen?
sie ist extrem stark und spielbar geworden. Also die Bruchtal ist eine mörderische Armee, die wirklich voll reinhauen kann, vor allem durch ihre Helden. Was wird man auch häufiger sehen, also gerade diese Konstellation, die ich gesagt habe, also eine von denen an Gil-galad, an Elrond oder wenn es mir einfällt, Glorfindel, die wird man wahrscheinlich jetzt auch einfach häufiger sehen, weil sie ihre Punkte reinholen werden, und zwar auf bösartige Art und Weise. Drum, die sieht man auf jeden Fall. Da jetzt noch ergänzend muss man dazu sagen, das habe ich beim Gil-galad vergessen, man kann ihn nur mehr spielen in der Konstellation mit den Helden, die was früher, schon welche, auch zu der Zeit gelebt haben. Das heißt, ich kann keinen Gil-galad und Arwen gemeinsam spielen, was ich sehr vernünftig finde. Das macht wieder diese Thematik besser. Wenn wir nur noch sind Zier, dann wird man mega häufig sehen. Haut rein, geil. Es gibt, glaube ich, kein Modell, wo ich sagen würde, dass wir seltener sind, außer die namenlosen Helden. Es wird der Sturmrufer nicht mehr so wichtig sein, es wird der Hauptmann nicht mehr so wichtig sein, weil ich einfach eine sehr schöne, breite Masse an guten Helden habe. Eristor ist ein billiger Held, Arwen ist ein billiger Held, kann ich beide gut spielen. Eladan, Elrohir, gute Mittelhelden, erhält natürlich kostens viel, und ich habe dafür gleich zwei und hauen beide voll rein. Also da auch Zieran kostet auch nicht viel. Das heißt, ich werde nicht auf namhafte Helden zurückgreifen in der Konstellation, die ich jetzt habe. Summa summarum, Bombe. Kann echt Killer sein, das Ganze. Das heißt, man wird, wenn man gegen Hochelden spielen wird, mit einem Killer rechnen müssen und dann auch noch mit einem Zauberer, wie Zieran, der was alles bufft und entsetzlich macht. Also wenn da kein Schamane drin ist und sonst irgendwas, macht man sich echt ins Höschen. Das wegkriegen muss man dann erklären, wie das macht. Ich habe noch keine Lösung dafür, aber ich freue mich drauf, wenn ich spiele. Also ich sage jetzt schon, diejenigen, die was, also dann beim Battle Report, glaube ich, dass die ordentlich burnen werden. Haut rein. Ja, die Truppen, ich glaube jetzt einfach, man wird wahrscheinlich nicht mehr so diesen normalen Bogenschützen sehen, sondern stattdessen werden es die Ritter von Bruchtal sein, weil man nicht unbedingt jedes Mal einen Elrond dabei hat. Wenn doch, wird das Ganze gemischt sein, das heißt, weil ich habe Bogenschützen da und da, was natürlich ein Vorteil ist, möglichst viele Bogenschützen mitzuhaben, weil wir wollen ja die Armee-Sonderregel ausnutzen. Sonst Krieger eh wie immer, cool, passt, ja. Die Waldelben, glaube ich, werden nicht mehr oft genutzt werden. Sie sind zwar billig zum Reinkriegen, allerdings braucht man es nicht mehr so, sie sind nicht mehr so notwendig und Gildor ist jetzt auch nicht so toll und so weiter. Drum glaube ich, dass die Waldelben aus der Liste ein bisschen verschwinden werden und man sich wirklich auf die Liste Bruchtal fixieren wird. Das war es grundsätzlich mit meinen Gedanken zu Bruchtal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder drunter schreibt, ob ich was vergessen habe und wie eure Meinungen sind. Ich bin mega gespannt auf diese Liste, die hat wirklich einen riesen Push bekommen und wird das Ganze wirklich verbessern. Der Bruchtal ist kompetitiv geworden und ist für Turniere spielbar und macht Leuten Angst. Also ich habe Angst davor und ich wette, das wird noch vielen anderen auch so gehen. Drum, gespannt, freut sich alle Bruchtal-Spieler, das wird geil. Zukünftig, ich werde es auch spielen. Wir sehen dann bei den Battle Reports mehr. Ich freue mich auf eure Meinung, ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Zwei Videos werden noch folgen, bevor wir den Abschluss machen. Bis dahin, viel Spaß, schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Ciao.